Hey, da was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Heute mit einem weiteren ernsten Gespräch. Diesmal haben wir Tati hier. Wir hören uns mal so an, was seine Position, seine Stellung, seine Pläne im Team, in der Gruppe sind. Und dann erfahrt ihr hoffentlich mehr. Tati, du hast dich bei den United Programmers beworben, wirst dort als Spieler aktiv sein und für uns dann nur noch die Videos machen. Erzähl uns mehr dazu. Ja, ich war ich bin gerne bei T-Bubble Team von Anfang an dabei. Ja, also jetzt nicht bei Hong in Österreich, aber hier. Und macht immer noch sehr viel Spaß. Aber in Sachen spielerisch sind wir eigentlich nicht auf der Höhe. Ja. Chang versucht da gerade irgendwie was auf die Beine zu stellen. Ich bin davon nicht sehr überzeugt. Deshalb habe ich mich beworben beim anderen Team. Ja. Und zwar habe ich die kennengelernt auf ein paar Turnieren jetzt, auf zwei Turnieren, wo wir waren. Das war bei den CCG-Turnieren. Und die waren recht cool, recht nett, auch gute Spieler damit dabei. Und habe mir dann einfach mal überlegt, ob ich halt nicht da bei denen bewerbe. Habe ich auch getan. Die wollen sich nochmal jetzt privat, also persönlich mit mir unterhalten. Wahrscheinlich auf der DM. Ich dachte vielleicht jetzt in Stuttgart. Leider kann ich da nicht hinfahren oder vor Ort sein. Wahrscheinlich auf die DM, da will ich mal mit ihnen quatschen und auch meine Leistung abrufen und versuchen, da irgendwas zu reißen. Und hoffe dann, dass sie mich dann aufnehmen. Ja. Werde aber trotzdem noch für TBT Channel, ja, immer noch Videos drehen auf jeden Fall, weil mir das sehr Spaß macht. Mit Hong und so und Chong und den ganzen guten Leuten, die Videos drehen können. Und ja, schauen wir mal, was passieren wird in der Zeit. Ich bin echt sehr traurig darüber, dass wir einen sehr guten Spieler verlieren. Aber ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft. Er muss ja auch weiterkommen. Jeder will ja weiterkommen. Jeder will sich auch verbessern in Yu-Gi-Oh! Ihr wisst, das ist Yu-Gi-Oh! Serious Business. Deswegen, ich wünsche dir viel Erfolg. Also was heißt es noch, Tati? Kommst du dann noch zu meinen Turnieren oder spielst du dann nur auf OPG und CCG-Turniere? Natürlich nicht. Also ich komme aus München. Ich versuche immer auf jedes Turnier zu fahren, wo ich hinfahren kann. Ja. Arbeit macht es meistens schwer und Familie auch natürlich, aber ich versuche es trotzdem. Und ich werde auch, denke ich mal, von München aus immer mit meinen Jungs auf die Turniere fahren, ja, weil die meisten UPG-Leute aus Frankfurt Nähe kommen. Und ich werde natürlich auch an deinen Turnieren mitmachen. Ja, und ich werde natürlich auch deine Turniere gewinnen, ja, und deinen TBT-Spielern zeigen, ja, was Sache ist, ja, so einfach ist das, verstehst du? Nee, also ich freue mich schon und ich hoffe, die Turniere werden gut anlaufen und schauen wir mal, vielleicht kommen ja auch ein paar OPG-Leute, wenn die Turniere ein paar größer werden, auch nach München oder nach Fürstenfeldbruck, je nachdem, wo wir es machen. Wäre auf jeden Fall gut für uns, gut für die Münchner, gut für Bayern an sich, weil wir einfach wenig Turniere haben, ja, weil wir einfach ein schwieriger Start sind. Ja, der Start an sich, Bayern allgemein, ja. Aber schauen wir mal, was so Chunk auf die Beine stellen kann. Du warst ja oder bist Teamleiter, obwohl ich den Begriff nicht so gerne benutze, weil wir eigentlich kein Team sind, sondern eben echt nur ein YouTube-Channel. Also du warst halt der Leiter, der Gruppenleiter von den Jungs. Wie ist die Situation so momentan? Bist du zufrieden mit den Leistungen der Jungs und so? Und wie wird das in Zukunft mit dir ablaufen? Ja, ich war Teamleiter, beziehungsweise ich war immer derjenige, der versucht hat, mal was anzukurbeln, mal die Leute einfach mal, dass wir einfach mal versuchen, das Team in Sachen Spielen und in Sachen Channel weiterbringen. Hat nicht so funktioniert, ja, vielleicht liegt es auch an mir, vielleicht. Aber ich denke mal, zum größten Teil liegt es auch an den Leuten, weil die einfach wenig Interesse haben. Ja. Willst du den Namen nennen? Ja, natürlich möchte ich Namen. Natürlich möchte ich Namen nennen. Ja, Barisch war so ein Kandidat, sage ich jetzt mal. Wenn er da war, war er gut. Ja, wenn er mal da war. Ja, aber das war auch immer selten. Alex enttäuscht mich sehr. Ich habe ihn ins Team geholt. Ja, er war mein Schützling. Ja, er hat mich zutiefst enttäuscht. Wen haben wir jetzt noch? Dimi, ja okay, er war jetzt eine Zeit lang weg, er versucht es immer, aber er macht immer alles falsch, ja, aber er versucht es wenigstens, ja, über, jetzt haben wir Nico noch drinnen, der ist ganz okay,
vom Spielen her war er immer klasse. Da haben wir jetzt Monier drinnen, von dem sehen wir momentan auch nicht viel, bis auf das, dass er irgendwie ein anderes Scheißspiel spielt, ja, was er auch nicht wahrscheinlich beherrschen wird. Und da haben wir noch einen Lorenzo jetzt neu drinnen, von dem bin ich spielerisch eh, also der hat schon was drauf, auch vom Deck und so. Ich denke, da kann dem Team in der Hinsicht was helfen. Aber in Sachen Channel haben wir einfach keine guten Leute, keine guten Ideen. Und es hat mich dann auch immer sehr, hat mir dann irgendwie nicht mehr getaugt, dass man die ganze Arbeit an sich, an einem selber, hängen geblieben ist, genau. Und deswegen habe ich mich jetzt auch woanders beworben und versuche da irgendwie mal zu schauen, wie das ist, in einem anderen Team, ja, wie das da so abläuft, weil das Problem ist auch bei uns, wir sind als Freunde ins Team, wir sind als Freunde ein Team geworden und ich denke, es wäre besser, wenn wir ein Team sind und dadurch Freunde werden, ja, weil ich glaube, dadurch wird es besser und weil die meisten machen nur Larifari und machen halt nichts, ja, weil Chong versucht jetzt auch zwar was zu machen, aber er wird vielleicht nicht viel Erfolg haben, ja. Ich wünsche ihm auf jeden Fall Glück. Ich werde immer noch für die Jungs da sein, als Freund, ja. Fürs Channel auf jeden Fall, so Team, ja. Wie Hong schon gesagt hat, wir waren nie ein Team, also war ich auch nie ein Teamleiter. Ich habe immer versucht, weil ich der Älteste bin, immer versucht, vorne ranzugehen, vorne ranzustimmen, ein gutes Vorbild zu sein. Hat mal funktioniert, mal auch nicht. Ja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht mit dem Team, mit mir. Ich bin sehr gespannt. Wie ist es jetzt dann so, wenn wir jetzt auf einem großen Turnier bist, zum Beispiel die Deutsche Meisterschaft? Wirst du dann eher mit uns Freunden abhängen oder mit deinen neuen Freunden? Was ist jetzt eher da? Ich kenne diesen. Oder bist du eher so, du gehst auf ein Turnier, also du fährst mit uns hin, hast Spaß. Oder wenn du auf dem Turnier bist, kennst du uns nicht mehr. Diesen Fall hatten wir auch schon mal. Ich glaube, man kann beides kombinieren. Ja. Entweder oder. Natürlich kenne ich euch noch, ihr seid meine Freunde. Ja. Aber ich werde natürlich auch mit den neuen Leuten abhängen, ja, mit denen ein bisschen quatschen und versuchen auch mit denen in Sachen Kollegialität oder Freundschaft was aufzubauen. Ja, wird zwar schwierig sein wegen der Distanz einfach, ist klar, aber trotzdem kann man ja Freunde sein, über alles reden. Ja, ich denke mal, es wird beides passieren. Ich werde mit euch abhängen, werde natürlich auch bei euch im Hotel irgendwo oder miteinander dann pennen, ja. Und auch auf den anderen, wie bei Hong zum Beispiel, ja, da läuft er auch immer bei seinen CCG-Leuten rum, aber auch oft bei uns, ja, ist ja klar, dass das einfach dazugehört, ja, also, ich meine, Entschuldigung, ja, du gehörst auch nicht Team Augsburg an, ja, aber hängst immer mit den Leuten da rum, also, wo ist da der Unterschied, ja, Chong? Ich hole dich auch noch ins Team. Ja, viel Spaß. Ja, das war's, keine weiteren Fragen. Ja, wie ich schon sagte, das war's. Ein kleiner Einblick hinter die Kulissen, wie immer. Näheres zu Tati und seinen Plänen und seiner Stellung in der Gruppe. Mal schauen, wie das ablaufen wird. Bleibt dran, wir haben noch andere Leute mit ernsteren Gesprächen auf Lager. Das wird noch folgen. Ihr seid alle live dabei. Ansonsten leidet nicht und vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business. Hey, da, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt mit.